Ja, hey guys. Zum Wochenende hin zu, heute Freitag, der 27. März 1900, nein, nicht 1900, 2020. Meine kleine DAX-Analyse hier. Ja, was soll man groß sagen, ne? Man könnte fast vermuten, wenn ich jetzt mal sämtliche Nachrichten ausblenden würde und ich würde einfach nur diesen Chart hier sehen, dann würde ich mir sagen, das sieht doch fast nach einer blauen Kerze aus, die sozusagen doch nach oben und unten hat, und das bedeutet für mich eine potenzielle Bodenbildung, ja, die sich da anbahnen könnte. Wenn ich natürlich dann wieder sämtliche Situationen und News und in welcher ja doch recht brenzlichen gesamtheitlichen globalen Situation wir uns befinden bezüglich Coronavirus und dessen Auswirkungen, die ja noch gar nicht so richtig alle stattgefunden haben. So die ersten, ich würde mal so die ersten 80% aller ja, geschlossenen Geschäfte, Restaurants und Friseure und Eisdielen und was weiß ich alles, werden voraussichtlich so in 1 bis 2 Wochen, also so nach 4 Wochen nach dem Shutdown, spätestens Ende April, so also richtig in der finanziellen Bredouille sein. Also die ganzen Kurzarbeiter sind jetzt schon alle unterwegs. Ich war heute bei meiner Bank oder bei einer von den Banken, wo ich eben Konten habe. Und ich habe ja so ein Multikontensystem mir aufgebaut, gemäß Bodo Schäfer und anderen sehr guten Coaches da draußen. Ja, ich wusste gar nicht, wie viel Geld da drauf ist, weil ich da immer so quasi so, ja, so eine stille Reserve, so einen sogenannten Geldmagneten mir aufgebaut hatte. Und das so seit ein paar Jahren eben, noch nicht allzu lange Zeit, aber halt immer so abgezogen wird, ne? Also direkt von meinem. Das kriegt quasi gar nicht zu Gesicht, ja, dieses Geld, ne? Also wird sofort immer wieder abgezogen, abgezogen. Und da wollte ich einfach mal wissen, weil ich da auch keine Online-Zugänge habe und nix, ja, was da eigentlich drauf ist, ja. Und das ist eine regionale Bank bei uns und ich stehe da so und dann kommt so ein Typ rein, gerade vom Flughafen und will seinen Dauerauftrag für die Miete sozusagen pausieren. Oh, das war ein Hin und Her mit der Bank. Ne? Ja, für wie lange und hin und her und automatisch dann wieder zurückführen oder manuell und naja, weil er eben jetzt in Kurzarbeit ist und jetzt hat ja seine Miete nicht mehr zahlen muss oder darf. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich zufällig heute am eigenen Leib erleben durfte, musste, könnte, sollte. Und das wird zu Massen jetzt passieren. Das heißt, ganz, ganz, ganz viele Kurzarbeiter. Ich habe heute nochmal mit einem Kunden gesprochen, neuer Kunde, den ich jetzt unter Vertrag nehmen durfte, Gott sei Dank. Freue ich mich sehr darüber, besonders jetzt in dieser Zeit. Ja, der sagte, wir haben auch einen Kunden, also wiederum einen Kunde meines Kunden. Die wollten jetzt loslegen, alles unter Dach und Fach mit einem Webprojekt. Ja? Und jetzt hat mein Kunde, haben von heute auf morgen alle Arbeiter in Kurzarbeit geschickt. Ja, und im Homeoffice und was da guckt, alles. Tja, lässt sich jetzt nicht so realisieren, wie es uns das gedacht hat. Und sind nur kleine Ausschnitte aus der gesamten Volkswirtschaft. Und ich kann euch versprechen, dass wenn wir dann nicht schnell eine Lösung finden, ja, wir dürfen hier keine Shutdowns machen, die monatelang dauern. Das wird ein Desaster. Also wirklich. Also wirklich. Denn die wenigsten haben Reserven. Ja. Die müssen dann wieder zur Mutti ziehen. Ja. Aber vielleicht hat Mutti auch keine Reserven dann mehr, oder? Also das müssen wir schleunigst wieder in Gang bringen, die ganze Chose. Ja. Und wenn dann irgendwie ein paar Leute krank werden und so weiter. Also ich habe das vom Dr. Werner Sinn, das Video werde ich euch hier unten nochmal verlinken. Ja, das schätze ich sehr und alles super top. Der hat sich mal 2, 3 Stunden beim Bayerischen Rundfunk irgendwie
dort seine Präsentation gemacht gestern. Und es geht darum, die zwei Kurven eben aneinander anzugleichen. Na, die Infektionsrate anzugleichen mit der Kurve, mit der anderen Kurve da halt. Also auf jeden Fall, es geht darum, ja, mit den Betten in den Krankenhäusern. Mit der Bettenanzahl der Krankenhäuser, genau, darum geht's. Dass die ja nicht hier überlastet sind und tralala und so weiter. Und aber ich sag's euch, Leute, wenn wir die Wirtschaft lahmlegen, ja, on purpose, also explizit für länger als wie 4, maximal 5, 6 Wochen. Also jeder weitere Tag, jede weitere Woche, es wird ein Desaster. Also hört euch mal um in euren Bekanntschaften und sagt mir mal, was ihr davon haltet. Hier unten schreibt es mal in die Kommentare rein. Weil da könnt ihr noch was auf uns zukommen. Dagegen war der Crash, was wir hier sehen, die 5 roten Wochenkerzen, war dagegen ein Hasenpfurz. Ja. Und es gibt so viele Kanäle, die ich wirklich mag. Ja, persönlich auch. Ja, Homus Economicus, ein sehr sympathischer junger Mann und sehr dynamisch, sehr risikofreudig. Super, solche Leute brauchen wir mehr in Deutschland. Ja, wie heißen die noch alle? Ja, ist egal jetzt auch wer. Auf jeden Fall, die jetzt so fleißig Aktien kaufen. Leute, wenn die in der Politik, die haben es in der Hand, ne? Wenn die falschen Entscheidungen treffen in den nächsten paar Wochen, dann. Dann, also das, was du jetzt hier siehst an DAX, ja, reicht dann nicht mehr aus. Also dann sind wir nochmal ruckzuck unter 5000 Punkte, ja. Also die legen ja alles lahm. Ja. Alles. Also, welche Firmen machen dann noch Konjunktur? Die Tests rausgeben und entwickeln und verkaufen? Irgendwelche Gesichtsmasken und irgendwelche Labortests durchführen und irgendwelche Ärzte und Krankenhäuser oder Ventilatoren, also Atemgeräte herstellen und jetzt gerade ihre Fabriken umbauen, dass sie mehr Atemgeräte herstellen können und die paar Firmen, die Intensivstationenbetten herstellen, die haben Hochkonjunktur. Ja, welche Prozentsatz von unserer gesamten Wirtschaft ist denn das? Das sind ja ein paar Hanseln, die da arbeiten, ein paar tausend Leute. Und das war's. Alles andere ist dicht. Und die können ihre Projekte nicht umsetzen, nix. Ja, da geht's eins ins andere. Ja, Leute, da müsst ihr, ey, boah, krass, Mann. Und dann habt ihr eure ganzen Edelmetalle, eure Golden-Silbermünzen, ja, die sind dann auch ein. Da könnt ihr dann zu Hause sitzen und mal versuchen, davon abzubeißen. Ja, schmecken echt fantastisch. Ja, naja, auf jeden Fall, ich habe mir diese Woche jeden Tag einen Sack voller Reis gekauft, ja. Also immer so in Etappen. Ne? Steht ja groß und breit dort auch. Jetzt gibt es ja wieder Toilettenpapier bei meinem Rewe um die Ecke. Das war ja Ewigkeiten ausverkauft. Und zwar im Familienpack. Ne? Also diese kleinen Packungen Toilettenpapier gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch die mega großen. Ich rede jetzt von meinem Rewe hier um die Ecke. Ich rede jetzt nicht von deinem Supermarkt. Ja? Echt witzig. Ne? Und jeder darf sich nur ein Stück kaufen. Und denkt doch auch an alle anderen. Alles klar. Und jetzt lasst mal in den USA, ja, lest doch mal ein paar Artikel, was jetzt gerade in New York los ist. Ja, welche Infektionsrate wir da haben. Und jetzt lasst doch mal in den USA, die anfangen hier Shutdowns zu machen. Yes, Baby. Ja, und zieht euch mal so ein paar Streifen rein auf YouTube, was so die ein paar YouTuber-Bekannte drüber denken, was Donald Trump so von sich gibt. Also ich sag's euch, das ist keine ja, das ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein lustiger Cocktail, der da so gerade gemixt wird, ne? So eine Bloody Mary oder wie sich das nennt. Ja. Also sehr rot, sehr viel Rot dabei.
Und jetzt ist wieder mein Bildschirm, hat sich verabschiedet. Ja, auch okay. Ja. Ja, und das schlägt sich natürlich in unseren Charts nieder. Also, ich weiß, es gibt viele, viele Videos, die sagen, zu langen, zu langen, zu langen, aber dann gibt es viele Videos, die warnen vom Weltuntergang, ja. Dann gibt es einige, die sind irgendwo mittendrin, eher die Minderheit. Die sagen, naja, das wird sich jetzt normalisieren. Wir werden jetzt so ein bisschen ein paar Wochen seitwärts machen und na, uns alles schön sachte und ruhig. Das sind eher sehr die Minderheit. Ich finde es toll, wie manche sozusagen völlig angstfrei, munter, lustig da jetzt investieren. Aber man muss da wirklich unterscheiden. Na, also, wenn jemand ein YouTube-Video macht und ist ein Fondsmanager und verwaltet mehrere hundert Millionen Euro und hat als Auflage mindestens 50% Aktienquote, ne? Der ist ja dazu verpflichtet, der bekommt dafür Geld, dass er Aktien kauft. Das ist eine völlig andere Story, als wie wenn ein YouTuber, ein privater YouTuber, ja, seine eigenen hart verdienten Kohle dort investiert. Der hat keine Auflage, ne? Der macht es halt auch, weil er vielleicht Bücher gelesen hat von Warren Buffett oder was weiß ich, ja, und so weiter. Also da muss man wirklich genau hinschauen und ich sage euch eins, es mag jetzt ein guter Zeitpunkt sein zu kaufen, Aktien, es mag kein guter Zeitpunkt sein, keiner weiß, was ist der beste Zeitpunkt, es ist alles richtig, Leute, es ist alles richtig. Aber ich habe lieber 1,50 € zu viel Cash auf meinem Konto, als wie dass ich hier jetzt lustig munter einkaufe und mein wirklich hart verdientes Geld, ja. Ich dann nochmal sehe, wie sich das nochmal halbiert. Ja. Oder noch schlimmer. Ja. Wir wirklich einen Meltdown bekommen. Ja. Die Börsen einfach schließen und sich das Ganze dann öffnet, wenn wir unten sind bei 2000 oder was. Ja. Also verteilt euer Geld. Ja. Streut so viel ihr nur könnt. Ja. Habt meinetwegen ein paar Edelmetalle. Ich finde es schweineteuer, ehrlich gesagt, momentan. Und was auch die Spreads betrifft, ja. Also die Edelmetallhändler, die lassen sich es momentan schon raushängen. Dann habt ein paar Aktien. Ja, ein paar Aktien ist okay. Aber nur ein paar. Ja. Und habe ich auch. Aber streut, streut, streut. Ja. Und ja, haltet euer Pulver trocken. Ja. Ich finde den Investmentbank ganz cool, weil der auch sagt, jeder Bärenmarkt kommt in Wellen. Na? Und wir haben jetzt gerade erstmal die erste erlebt. Und dann kommt noch eine zweite, eventuell noch eine dritte. Und dann kommt irgendwann so ein absoluter Meltdown, wo dann letztendlich alle nur noch verzweifelt wie a chicken lost head, sagen die Engländer, ja, herumlaufen wie so ein Huhn, das seinen Kopf verloren hat. Und diese Phase haben wir jetzt noch nicht. Ja. Und die kann schneller kommen, als du mit der Wimper zucken kannst. Also, Vorsicht, Leute, ehrlich. Also das ist wirklich real. Ne? Das ist auch keine reine Finanzkrise oder irgendwelche Banken haben gezockt und müssen gerettet werden. Das ist wirklich Oma, Opa, der Italiener, der Grieche um die Ecke. Ne? Also wirklich jeder und alles ist davon betroffen. Der Flughafenarbeiter, die Bäckereien. Ja. Also das ist echt nicht gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich bin echt ein bisschen down. Ich hatte zwei sehr schlechte Nächte. Ja.
weil mich das schon jetzt langsam beschäftigt. Und ich meine, in der Phase, hey, ich habe einen neuen Kunden gewonnen, ja, also ich verdiene Geld, im Gegensatz zu vielen, vielen, vielen anderen Leuten momentan. Ich habe das Glück, dass ich auch im Februar einen Kunden gewinnen durfte, kurz bevor diesem Wahnsinnscrash. Ja, der hat sich natürlich dann auch sofort gemeldet bei mir, ja, als es dann so der Lockdown hier losging und so in München und so weiter, ne? Und dann musste man ein bisschen hin und her reden und dem konnte ich jetzt ein paar Aufträge machen und jetzt ist alles wieder gut, ja. Ein bisschen Glück gehört auch zum Leben dazu. Aber ich weiß schon, was ich tue in meinem Job, aber ich meine, ja, ich habe auch mit ein paar anderen Leuten heute noch telefoniert in der Cloud-Computing-Branche. Denen geht es auch relativ gut. Cyber Security, denen geht es auch recht gut. Das funktioniert, aber das ist nicht die breite Masse, Jungs. Ja, um die müsst ihr euch Sorgen machen. Ja, okay. Jetzt machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.